Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sprechen wir über die dritte und vierte Episode von Star Wars Obi-Wan Kenobi. Bleibt dran! Wie ihr aus dem ersten Video zur Episode 1 und 2 von mir ja schon mitbekommen habt, bin ich nicht unbedingt ein großer Fan dieser neuen Star Wars Serie. Obi-Wan Kenobi hat für mich sehr viel erwartet und leider Gottes wenig geliefert. Was war nun in Episode 3 und 4 so am Start? Naja, die Action hat merklich zugelegt, die Darsteller bekommen auch merklich mehr zu tun. Hat nun Episode 3 und 4 meine Meinung zu dieser Serie geändert? Nein. Leider Gottes überhaupt nicht. Auch wenn die Action-Szenen und die Charakterentwicklung einen Schritt nach vorne gegangen sind, beziehungsweise zwei Schritte nach vorne gegangen sind, haben die Macher der Serie es absolut nicht geschafft, mich abzuholen. Das hat trotz des Auftritts von Darth Vader leider Gottes auch mit dem Charakter Darth Vader und Obi-Wan zu tun. Denn ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass ein Konzept für mich funktioniert, was überhaupt nicht mit der Geschichte und dem Background und dem Charakter der Personen und Charaktere, die sie widerspiegeln, fair und wie wir es gewohnt sind, umgehen können. Das hat damit zu tun, dass Darth Vader auf einem Planeten mit Obi-Wan Kenobi kämpft und einmal seine riesengroße Macht ausübt und Obi-Wan Kenobi das spüren lässt, ihn sogar hinter einer Feuerwand dasselbe durchleben lässt, wie er einst selbst auf Mustafa durchleben musste. Und als er dann später von den Rebellen gerettet wurde, also Obi-Wan Kenobi, auch durch eine Feuerwand zwischen Darth Vader und ihm, tja, dann schafft es Darth Vader leider nicht mehr, dies zu verhindern, nicht mehr das Feuer zu kontrollieren, nicht mehr seine Macht einzusetzen und lässt Obi-Wan entkommen. Hat genauso wenig funktioniert, wie dass wir zu Beginn von Episode 3 Obi-Wan und die 10-jährige Leia in einem Frachtraumschiff sehen. Sie reisen durch die Galaxis in einem automatisch gesteuerten Frachtraumschiff. In einem automatisch gesteuerten Frachtraumschiff ohne Besatzung mit funktionierender Atmosphäre. Mit funktionierender Lebenserhaltung. Why? Es ist total unlogisch. Wenn ich ein automatisiertes Raumschiff habe, wenn ich mich dazu entscheide, etwas zu machen, gänzlich ohne Menschen, warum sorge ich dann dafür, dass es eine Lebenserhaltung gibt, dass es Sauerstoff gibt, dass es Energie beansprucht, die total sinnlos verschwendet wird? Für mich ein riesengroßes Logikloch. Es geht noch weiter mit den Logiklöchern. Es geht noch weiter in diese Richtung, dass wir in Episode 3 die dritte Schwester sehen, wie sie auf der Suche nach Obi-Wan und Leia ist. Wo sind sie hin? Naja, sie sind ihr entkommen in diesem Frachtraumschiff-Terminal. Wie wäre es dort anzufangen, wo dieses Frachtraumschiff hinfliegt, um damit herauszufinden, wo die zwei denn nun auf dem Weg sind. Nee, auf diese Idee ist sie nicht gekommen. Was macht sie? Sie schickt Druiden los, die sich in der ganzen Galaxis auf die Suche nach den beiden machen. Auch total storytechnischer Nonsens, zumindest für mich. Und diese Logiklöcher, die ziehen sich leider Gottes durch die komplette dritte
Episode, beziehungsweise es mag nicht für jeden ein Logikloch sein, es mag nicht für jeden unbedingt negativ auffallend sein, diese zwei, drei von mir angesprochenen Punkte, dass Darth Vader mal übermächtig ist im Umgang mit der Macht und im nächsten Moment nicht einmal ein Feuer ausmachen kann. Es mag für jemanden nicht relevant sein, dass man in einem Terminal für Frachtraumschiffe nicht die Frachtpapiere durchsucht, um herauszufinden, wo das Raumschiff hin unterwegs ist. Man mag darüber hinwegsehen können. Ich kann es leider Gottes nicht. Mich stören solche Details extrem beim Ansehen. Mich stört es, mich in das Universum, in die Charaktere, in die Story hineinzuversetzen, wenn ich so große Kritikpunkte habe. Macht es Episode 4 nun besser? Teilweise. Es macht Episode 4 insofern besser, da die Story weiter erzählt wird, dass die Charaktere sich eine Spur weiterentwickeln. Obi-Wan muss sich von seinen Verletzungen gegenüber, die er erlitten hat, als er gegen Darth Vader gekämpft hat, erholen. Und die dritte Schwester und Inquisitoren sind noch immer auf der Jagd nach Obi-Wan Kenobi. Beziehungsweise, positive für mich in der vierten Episode, der Spieß wird umgedreht. Der Spieß wird insofern umgedreht, dass Obi-Wan Kenobi in das Hauptquartier der Inquisitoren einbricht, um Leia aus deren Gefangenschaft zu befreien. Ja gut, Copy-Paste, mal wieder. Man muss jemanden befreien. Hatten wir noch nicht. Und findet dabei doch das eine oder andere Nette heraus über das Imperium, über die Inquisitoren und den Platz, wo er sich befindet. Größtes für mich zu kritisieren an dieser Episode ist die dritte Schwester und Leia. Warum? Weil wir eine Story erzählt bekommen, in der man getrost ein 10-jähriges Kind quälen und foltern will, um an Informationen an den Aufenthaltsort von Obi-Wan bzw. den Rebellen heranzukommen. Gut, man sieht es nicht, wie Leia jetzt gequält wird, wie das 10-jährige Mädchen gequält wird, aber ja, die Autoren spielen sehr mit dieser Handlung, mit diesem Story Arc. Sie kosten es richtig aus. Und die dritte Schwester geht auch ziemlich auf in ihrer Funktion als Inquisitorin, in ihrer Funktion als Verhörmeisterin eines 10-jährigen Mädchens. Ist für mich A, nicht nur zweifelhaft, so einen Story-Arc erzählen zu wollen, sondern auch B, nimmt es der dritten Schwester extrem viel an Intelligenz und Charakter. Denn ihr fällt anscheinend nichts anderes ein, um an die Informationen eines 10-jährigen Kindes zu kommen, als dieses körperlich quälen zu wollen. Das nimmt dem Charakter total Tiefe, Intelligenz, auch eine Spur weit Bosheit, weil das ist nicht boshaft. Und wie ich schon in meiner Kritik zu Episode 1 und 2 angemerkt habe, wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen ja, dass Leia nichts passieren wird. Also es ist nicht nur zu weit hergeholt, too much für mich. Es schadet nicht nur dem Charakter, sondern ist auch noch total sinnlos. Wir sitzen davor und wissen, sie will nicht gequält. Wir sitzen davor, sehen uns das an und wissen, Obi-Wan will sie schon rechtzeitig erreichen oder irgendwas wird schon dazwischen kommen, dass sie jetzt nicht gequält wird. Wir wissen ja auch, wir gehen davon aus, dass die Serienmacher nicht wirklich eine Szene jetzt drehen werden und einbauen werden, wo man ein 10-jähriges Kind quält und foltert. All das wissen wir ja als Zuseher. Und wenn ich mir so eine Szene ansehen kann oder ansehen muss, wo ich als Zuseher weiß, was wie passieren wird und warum, beziehungsweise nicht passieren wird und warum, und das dann diesen Hintergrund hat, nö, brauche ich nicht. Da kann der Rest noch so spannend sein. Was er im Übrigen nicht war.
Auch hier wissen wir wieder, ja, bei der Infiltration des Gebäudes, des Objekts wird Obi-Wan nichts passieren. Er wird nicht gefangen genommen. Wenn er gefangen genommen wird, dann maximal ja, hier in, irgendwo in der Ecke gesperrt und dann ist auch wieder gut. Also, ich will jetzt nicht sagen, es wirkt alles sehr konstruiert, aber es wirkt zu schnell umgesetzt, nicht durchdacht, nicht mit frischem Esprit gemacht. Es wirkt gekniffen, plakativ, mit einem riesengroßen Muster hinter. Wir wollten das bringen, wir wollen das bringen, wir bringen es jetzt. Und das in zu kurzer Zeit. Ich finde es auch schade, dass ich für diese Qualität an Storytelling jemand wie Ewan McGregor hergegeben hat. Ich an seiner Stelle, wenn ich das Drehbuch gelesen hätte, was sein Charakter durchmacht und was mit seiner Hilfe erzählt wird, wäre ich unbefriedigt, wäre ich als Schauspieler nicht dazu bereit, dieses Projekt anzunehmen. Naja, wie seht ihr das, das Foltern eines 10-jährigen Kindes, wie seid ihr mit dem Auftritt von Darth Vader in Episode 3 zufrieden? War es gut gelungen, war es nur Fanservice? Habt ihr dieselbe Kritik wie ich? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Lust auf mehr Videos aus Science-Fiction, Filmen und Serien haben möchtet, abonniert gerne den Kanal und unterstützt mich mit einem Like für dieses Video. Es ist nur ein, zwei kleine Mausklicks für euch entfernt und für mich und den Kanal eine riesengroße Unterstützung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.